Ich bin ja diesen Weg jetzt oberhalb zu unserem Pachtgrundstück. Jetzt habe ich die Kanyada praktisch umklettert. Also begehbar ist das nicht wirklich. Das ist gefährlich, das macht keinen Spaß. Es ist einfach... Nee, das macht überhaupt keinen Spaß. Und vor allen Dingen, wenn es dann auch noch gefährlich wird, da kann mir auch jemand einen Vogel zeigen oder sich totlachen, das ist mir egal. Der kann ja da laufen. Ich mache das nicht mehr. Und wenn ich die Brocken da sehe, die noch runterfallen, und du musst dich dann ja auch festhalten. Ich bin gerade auf meinem Arsch auf meinem Hintern runtergerutscht, weil das mir einfach zu gefährlich ist. Ja, vielleicht macht das ja jemand und fliegt darüber, ich habe keine Ahnung. Also ich werde das auslassen. Schade eigentlich, der Weg war so schön, der war klasse, der hat Spaß gemacht, der ist von uns aus gesehen echt easy gewesen und schnell. Aber hier geht es nicht um schnell. So, und da muss ich weiter. Ja, ich gehe mit euch. So, und dann kommen die ganzen Feigenkakteen. Und die ragen manchmal sowas von auf dem Weg weit rein, wo man aufpassen darf, dass man sich nicht die Stacheln einfängt. Die kriegst du nämlich kaum raus aus der Haut. Gut, es gibt noch ein paar Tricks. Wir haben ja hier Basaltsteine. Sowas hier. Sowas. Den nimmst du dann und der ist so porös und rau und den musst du dann über deine Haut ziehen ein paar Mal. Hier sowas. Den ziehst du über die Haut und der nimmt die kleinen Stacheln mit. Das habe ich bei Ziegen gesehen, die die Feigen von den Kakteen auffressen und haben die ganze Lippe voller Stacheln. Und die reiben sich dann an diesem Basaltstein. Gut. Also das ist traumhaft schön. Also es ist echt schade, dass der Weg so weg ist. Das ist so schade. Ich meine, ich kann es nicht ändern. Oh, meine Klamotten hier, die balancieren nennt man das. So. Hoffentlich ist der Wind jetzt nicht so stark. Wenigstens was überholt. Also mich. Ja, es ist noch eine Ecke. Und damals, wo der Weg begehbar war, da hast du von uns aus bis dahin vielleicht, weiß ich nicht, 7 Minuten gebraucht. Ja. Schön, die fängt jetzt an zu blühen. Ist das schön. Traumhaft Ausblick. Wunderbar. Herrlich. Kann nichts anderes sagen als herrlich. Ich liebe diese Ecke. Und deswegen finde ich es gerade dann schade, wenn es nicht begehbar ist. Oder? Ja. Nutzt ja auch nichts, wenn du hier lang sprichst am Bein. Das lohnt sich nicht. So. Kleine Ecke muss ich noch. Hier ist von Stein zu Stein laufen und zusehen, dass der nicht, dass der fest verankert ist im Boden. Ansonsten machst du auch gleich einen Abklatscher. Ist nun mal eine geröllige Insel.
blühen natürlich jetzt auch und ragen mit ihren, oh. Na toll, mit ihren ganzen Stacheln in den Weg rein. Nein, also wenn das der einzigste Weg gewesen wäre, dann... Ach scheiße, hier ist noch mehr runtergefallen. Ach, so ein Kack. Oh. Das ist ja scheiße. Jetzt muss ich hier oben hoch. Naja, gut. So, ich brauche meine Hände wieder. Ich muss mich mal wieder auf den Arsch setzen. Weil hier geht's runter. Das ist nicht viel, aber... Na gut. Ich habe es euch gezeigt. Das war mir ein Anliegen. Ich höre Fiesta-Mucke. Schön, toll. Oh, ist das toll. Ist das ruhig hier. Geil. Okay, da kommen wir auch schon zu den Terrassen. Zu unseren Pachtterrassen. Da wollte ich dann auch gleich noch mal gucken, was da so rumliegt noch. Was wir die Wochen noch abbauen können. Na gut, ihr Lieben, ich muss meine Hände mal wieder haben. Dann... Bis zum nächsten Video. Wie lang ist das hier eigentlich? Oh ja, 7 Minuten, das geht ja noch. Okay, bis bald. Tschüss.